So, wie ich eben sagen wollte, typischerweise erreichen wir die First-Best-Lösung nicht, denn uns interessiert ja gerade hier der Fall, dass wir nicht symmetrische Informationen haben und durch die Informationsasymmetrie erreichen wir die First-Best-Lösung nicht. Das heißt, der Prinzipal weiß nicht, mit welchem Agenten, mit welchem Typ von Agenten er es zu tun hat. Er weiß nicht, ob er einen L-Typ oder einen H-Typ-Agenten vor sich hat. Eine Möglichkeit, das zu versuchen zu lösen, wäre, dass der Prinzipal verschiedene Verträge anbietet. Ein sogenanntes Menü von Verträgen. Und das nennen wir auf ökonomisch Screening. Ein Vertrag wäre der für die H-Typen gedacht ist. Und dieser Vertrag sollte so ausgestaltet werden, dass der H-Typ diesen Vertrag auch wählt und da auch QH-Stern produziert. Und der Vertrag für den L-Typ von Agenten sollte so ausgestaltet sein, dass der L-Typ einen Anreiz hat, diesen Vertrag zu wählen und auch QL-Stern produziert. Und die jeweiligen Lohnhöhen müsste der Prinzipal dann so gestalten, dass beide Typen einen Anreiz haben, ihren Typ wahrheitsgemäß zu offenbaren und der Prinzipal so von der Vertragswahl auf den Typ der Agenten schließen kann. Okay? Und Sie sehen, der Lohn ist dann jeweils der Reservationslohn plus das, was an Anstrengungskosten bei den Agenten entsteht. Das ist gerade die Entlohnung, bei der die Agenten gerade mitmachen. Genau. Und weil wir die Informationsasymmetrie haben, wird es irgendwo eine Ineffizienz geben, sodass wir typischerweise in einer Second-Best-Lösung landen. Wie das dann genau aussieht, schauen wir uns jetzt an. Wir müssen noch ein paar weitere vereinfachende Annahmen treffen, damit wir das leichter durchrechnen können. Wir nehmen mal an, dass QH-Stern sei 2. Das ist hier. Wir nehmen weiter an, dass QL-Stern sei 1. Diese Annahme hier haben wir eben schon getroffen. Das schreiben wir einfach nur nochmal explizit auf, nämlich dass die Anstrengung, die beide Typen brauchen, um 0 zu produzieren, genau 0 ist. Ich denke, dass die beiden Annahmen machen intuitiv Sinn. Ne? Also die optimale Menge, die der H-Typ produziert, muss natürlich höher sein als das, was der L-Typ produziert. Daraus können wir folgende Ungleichung ableiten. Das, was da unten steht. Was da links steht, ist der maximale Netto-Output. Grafisch also die maximale Differenz zwischen hohem Output von 2 und dem hohen Aufwand. EH von 2, also quasi der maximale Netto-Output. Und wir wissen, diese Differenz, wenn Sie zurück an die Grafik denken, diese Differenz muss größer sein als die maximale jetzt ist es mir wieder passiert, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Okay, also, das hier ist ja diese maximale Differenz gewesen, die wir in der Grafik eingetragen haben. Und das hier ist der Netto-Output, wenn nur 1 produziert wird. Und das ist ja die Differenz in der anderen Funktion gewesen. Und das wiederum muss größer sein als... Wir wissen, für den H-Typ ist das hier der maximale Netto-Output. Das heißt, wenn das der maximale Netto-Output für den H-Typ ist, dann
Muss es also größer sein, als wenn der H-Typ die geringe Menge produziert. Und das muss wiederum größer sein, als wenn gar nichts produziert wird, also nur der Reservationslohn eingefahren wird. Und für den L-Typ muss gelten, dass das, was der L-Typ, dass da, wo für den L-Typ der maximale Netto-Output ist, dass der Netto-Output da größer ist, als wenn der L-Typ die hohe Menge produziert, deswegen steht hier größer. Und aber der maximale Netto-Output muss natürlich auch größer sein, als wenn der L-Typ nicht produziert, also größer als der Reservationslohn. Okay, jetzt habe ich es. Das sind die vereinfachten Annahmen, die wir brauchen. Und Sie werden merken, wir werden noch ein paar Mal darauf zurückgreifen. Also gehe ich jetzt nicht nochmal darauf ein. Jetzt suchen wir also nach den Verträgen, nach optimalen Verträgen, die so ausgestaltet sind, dass der Vertrag H, der für den H-Typ gedacht ist, einen Lohn von W2 bringt, wenn der Output Q mindestens 2 ist. Und ansonsten ist der Lohn 0. Okay? Und der L-Vertrag sollte so aussehen, dass der Lohn W1 ist, wenn mindestens ein Output von 1 erbracht wird. Und ansonsten ist der Lohn 0. Das heißt, wenn der L-Typ diesen Vertrag wählt, wird er auch Q1 produzieren. Mehr lohnt nicht. Mehr zu produzieren lohnt nicht, weil er nicht mehr Geld kriegt. Und weniger zu produzieren lohnt nicht, weil er dann 0 kriegt. Und das ist genauso gut wie der Reservationslohn. Und wie und genauso wie bei der letzten Sitzung müssen wir jetzt die Anreizkompatibilitätsbedingungen und die Partizipationsbedingungen sicherstellen. Sie erinnern sich, die Anreizkompatibilitätsbedingung war ja, dass dass der Agent quasi das Richtige macht, und in diesem Fall hier bedeutet das, dass der H-Typ den H-Vertrag wählt und der L-Typ den L-Vertrag. Und die Partizipationsbedingung ist einfach nur die Bedingung, die sicherstellt, dass beide überhaupt zu dem Vertrag zustimmen. Das heißt, es muss sich lohnen, es muss irgendwie im Erwartungswert mehr bringen als der Reservationslohn von 0. Warum? Naja, nur wenn der H-Typ den H-Vertrag wählt, hat er auch einen Anreiz, 2 zu produzieren. Wenn der H-Typ den anderen Vertrag wählt, produziert er zu wenig. Und wenn der L-Typ den falschen Vertrag wählt, dann produziert er zu viel. Und das ist nicht effizient. Was ist also die Anreizkompatibilitätsbedingung für den H-Typ? Ganz einfach. Für den H-Typ muss der H-Vertrag besser sein als der L-Vertrag. Was hat der H-Typ für einen Nutzen aus dem H-Vertrag? Er hat einen Lohn von W2, klar, das haben wir oben festgelegt, und eine Anstrengung bei einem Output-Niveau von 2, also EH von 2. Das ist das, was hier steht, und das muss mindestens so groß sein wie der Nutzen im L-Vertrag, wo er nur den Lohn W1 hätte und eine entsprechende Anstrengung von EH von 1. Okay? Das wäre sein Netto-Nutzen im L-Vertrag. Und nur wenn hier das größer gleich erfüllt ist, dann ist die Anreizkompatibilitätsbedingung für den H-Typ erfüllt und er wird lieber den H-Vertrag wählen als den L-Vertrag. Ganz einfach. Das Analoge gilt für den L-Typ. Für den L-Typ muss der L-Vertrag besser sein oder umgekehrt, der H-Vertrag muss schlechter sein als der L-Vertrag. Was hat der L-Typ für einen Netto-Nutzen im also Nutzen hatten wir wieder linear angenommen, ne? Also U ist W minus E. Das hatten wir ganz am Anfang kurz erwähnt. Falls Sie sich wundern, wo das hier herkommt. Im L-Vertrag kriegt der L-Typ ja W1 und einen Lohn von EL von 1, hat eine Anstrengung von EL von 1 und das muss größer gleich sein, als wenn er den H-Vertrag wählen würde, wo er ja den hohen Lohn kriegt, aber
auch die hohe Anstrengung EL von 2 hat. Okay, und nur wenn diese größer gleich erfüllt ist, dann lohnt es sich für den L-Typ den L-Vertrag auch zu wählen. Okay, nur dann ist die Anreizkompatibilitätsbedingung für den L-Typagenten erfüllt. Jetzt wissen wir, welche Bedingungen die Verträge erfüllen müssen, damit sie anreizkompatibel sind. Die Agenten sich also in die richtigen Verträge sortieren. Und jetzt schauen wir uns noch die individuelle Rationalität an, also die Partizipationsbedingungen dafür, dass es sich für die Agenten überhaupt lohnt, am Vertrag teilzunehmen. Für den H-Typ muss der H-Vertrag also besser sein als der Reservationslohn, den wir als 0 angenommen haben. Das ist nichts anderes als das hier. Analog für muss für den L-Typ gelten, dass sein Nutzen aus dem L-Vertrag besser ist als der Reservationslohn, der aber auch bei ihm 0 ist. Okay? Das ist nichts anderes. Jetzt haben wir 4 Bedingungen, die nehmen wir mal mit rüber auf die nächste Folie, denn die brauchen wir noch. Und weil 4 Bedingungen auf einmal ein bisschen unübersichtlich sind, versuchen wir die mal ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar können wir die Anreizkompatibilitätsbedingungen des H-Typ, also das hier, und die Partizipationsbedingungen des L-Typs, das hier, zusammenfügen, wenn wir berücksichtigen, dass der L-Typ für jede Menge Q mehr Anstrengung braucht als der H-Typ. Wie machen wir das? Also, wir berücksichtigen, dass EL von Q immer höher ist als EH von Q. Klar, das unterscheidet ja gerade den H-Typ von dem L-Typ. Hier haben wir das hier. Übernommen. Ne? Der rechte Teil wird auch rübergeholt. Und das hier ist hier. Und diese mittlere Ungleichung hier, die ergibt sich daraus, dass, dass wir wissen, dass die Anstrengung für den L immer höher ist als für den H bei der gleichen Menge. Und die Menge ist hier gleich, ist jeweils 1. W1 ist auch gleich. Das Einzige, was die beiden Ausdrücke unterscheidet, ist, dass es einmal EH ist, einmal EL. Und wir wissen, EL ist größer, das heißt, irgendwas minus was Größeres muss kleiner sein. Okay? Daher haben wir diese Ungleichung. Und wir wissen, dass dieser Ausdruck hier größer gleich 0 sein muss. Das haben wir hierher. Okay? So, und Ihnen ist jetzt vielleicht aufgefallen, dass wir hier in der Mitte eine strenge Ungleichung haben, ne? Also ein striktes größer und nicht größer gleich. Das ergibt sich aus diesem strikt größer gleich. Was heißt das? Wir können daraus schließen, dass das, was ganz links steht, also das hier, streng größer als 0 sein muss. Ne? Denn wenn hier in der Mitte das streng größer gilt, dann muss das, was ganz links steht, auch streng größer als das sein, was ganz rechts steht. Und das ist praktisch für uns, weil jetzt können wir sehen, dass wir die Bedingung, die Anreizkompatibilitätsbedingung des H gar nicht mehr berücksichtigen brauchen, denn sie ist automatisch durch diese zusammengefasste Bedingung hier erfüllt, und zwar übererfüllt. Denn wir hatten ja gesagt, damit der H-Typ partizipiert, muss das hier gelten, aber mit dieser zusammengefügten doppelten Optimalitätsbedingung haben wir ja gesehen, dass hier sogar das strikte größer gelten muss. Ne? Also das linke hier ist ja nichts anderes als das, und das, was hier rechts steht, 0, ist das hier.
Okay, aber statt größer gleich 0 haben wir festgestellt, dass strikt größer 0 gilt. Das heißt, der H-Typ erhält immer mehr, strikt mehr als seinen Reservationslohn. Umgekehrt heißt das, der Prinzipal ist aufgrund der Informationsasymmetrie nicht in der Lage, den Agenten auf seinen Reservationslohn runterzudrücken. Er muss ihm immer mehr zahlen als seinen Reservationslohn. Und das, was der H-Typ dadurch zusätzlich an Lohn erhält, wegen der Informationsasymmetrie, das nennen wir auf ökonomisch Informationsrente. Der Lohn, den der Prinzipal dem L-Typ zahlt, ist genau dessen Aufwand, also EL von 1. Und aus unseren Annahmen wissen wir, dass das kleiner als 1 ist. Das heißt aber auch, dass sich dieser Vertrag für den Prinzipal lohnt, denn er erhält einen Output von 1 mit Kosten weniger als 1. Das heißt, er macht einen Gewinn. Und